Der Jaja ist schon wieder in der Nähe. Verstehe das echt nicht. Oh. Der ist ja auch in Neuburg. Andi, was verstehst du denn nicht? Nein, er kommt euch gerade entgegen. Was verstehst du nicht? Warum die Taste jetzt plötzlich belegt ist? Ja, weiß ich nicht. ETS ist ein komisches Spiel. Käse, Salami. Remoulade. Kann dir bitte jemand mal eine reinhauen? Schön Tomate. Bisschen Salat. Wie war das noch? Rückwärts rechts oben. Josh, er war 19. Guckt sich Julian an. Warum fährst du so Zicke-Zacke? Der war echt gut. James? Andi? Hast du schon mal Hackfleisch gegessen? Ja. Was ist die Frage? Ich frag nur mal so. Hat jeder Mensch? Dann weißt du auch, wie Hackfleisch aussieht? Ja. Ja? Also wie du nachher im Prinzip? Ich glaube nicht, daran, Andi. Daran habe ich irgendwie gerade gedacht. Meinst du Spackbollo? Andi, möchtest du mir drohen? Ja. Siehst du dann nochmal umkippen? Siehst du dann später aus wie Spackbollo? Dann solltest du dir das vielleicht überlegen. Spackbollo und Taskaf? Ja, Spackbollo und Taskaf. Also ich komme jetzt... Flugzeug. Ich komme jetzt gleich wieder in die Ecke mit den Serpentinen. Ich weiß nicht, wie weit es dann noch zu euch ist. Ja, nicht mehr allzu weit. War einfach. Ja, ich gebe schon Vollgas, ich muss aber aufpassen, dass ich nicht umfall. Das klappt mich so nicht mehr vorstellen. Was du da vorne, Josh? Ich versuche hier zu, irgendwie so da einzupacken, dass ich nicht Julian, spüre. Julian, so da einzupacken, ja. Ja, so da. Das gehört, der James übt schon. Was, das kommen oder das? Nein, das vor sich hin kullern. Ach so. Oh, das startet wieder im Flugzeug. Irgendwas wollte ich gerade noch machen. Sind hier denn Bremsspuren auf der Straße? Weil der Jaja so stark gebremst hat. Übrigens, Josh, wir sind in England. Oh. An die Reifenspuren, nicht die Bremsspuren. Woran an die Reifenspuren. An die Reifenspuren. Oh nee, nicht den schon wieder. So, jetzt sind wir in England. Oh. Bei den Serpentinen hier bin ich mir nicht sicher. Ich komme mir vor wie in Südtirol. Ja, aber irgendwas wollte ich gerade machen. Blinker an, Warnblinker. Ja, hab ich an. Gut. Rundumleuchter an. Hab ich nicht. Ich hab einen Rundumleuchter am Anhänger. Lass die Funzel aus. Oh, lass die Funzel aus, dann muss ich sie. Bitte verzeih mir, wenn ich vor Freude nicht in die Luft springe. Mach die Funzel an, vielleicht wirft er dich dann wenigstens auch mal um. Ne, dann mach ich sie aus. Den Carsten mag ich. Oh. Der tut ja keinem was. Das ist aber lieb von dir. Gut zu wissen. Da wird's jetzt mir wieder warm ums Herz. Der das tut ja keinem was. Der ist mir nur vorhin voll hinten raufgefahren. Nö, der tut ja keinem was. Nö. Also voll war das nicht. Das war draufgerollt. Er hat dich angebumst, aber der Josh hat mich weggeschoben. Mir nichts. Draufgerollt. Julian? Ja, Andi? Ich hab schon zwei Ziele. Forderst nicht raus, dass du das dritte wirst. Was hab ich denn jetzt Schlimmes gemacht, dass ich... Also ganz ehrlich jetzt mal, frage an alle. Was hab ich jetzt Schlimmes gemacht, dass ich ein drittes Ziel würde? Weiß ich nicht, ich hab dir nicht zugehört. Vielleicht jemand, der mir zugehört hat? Also ich hab's auch nicht mitgekriegt. Ich weiß es nicht, was ich gesagt habe, was mich jetzt zum Ziel gemacht hat. Oder machen könnte. Zum Ziel jünger? Also ich höre gerade, Julian ist nicht böse. Jetzt ist der Julian Ziel jünger. Danke. Hab ich nur gerade gehört, wollte ich gerade nur mal so weitergeben. Ja, dann gib mal ein Danke zurück. Wobei, das hört sie doch wahrscheinlich. Du hast gefuddelt. Ich hab nicht gefuddelt, aber der Andi kommt da hinten angerollt. Solange der noch rollt. Oha. So, bleibt mal bitte kurz stehen, bevor ich jetzt wieder umfall. Will ich mich mal gerade speichern. Davor ich habe keinen Bock, jetzt nochmal hier die ganze Strecke zu fahren. Davor ist eine Tankstelle. Das ist mir egal, ich mach das hier hinten. Ich trau dem Chakoten da vorne nämlich nicht. Ja. Der hat heute ein Auge. Wobei es der Chakoten ist. Der Arme. Gerade sag ich, war das sowieso vor dir. Immer dreimal besser als wie du. Als wie? Mhm. Wer bist du? Was hast du mit Julian gemacht? Das klang irgendwie gar nicht wie du gerade. Ja, das nennt sich übrigens Stimme vorstellen. Ach so. So. Das kann er sogar ohne den Fisch. Ja. Wer fährt denn da vorne? Ich verstelle meine Stimme gerne. Also ich fahr ganz vorne. Was, du fährst mit der ganz vorne? Bedumm. Hä, hab ich jetzt nicht verstanden.
Wo ist der Autobahn? Nicht so witzig, dass man den hätte. Wo ist das mehrspurig? Julia, wo bist du? Julia? Ich bin ganz hinten. Warum nennst du ihn Julia? Hat mich Julian genannt. Ja, schade, Anni, hat nicht funktioniert, ne? Nö, bitte nicht. Deswegen hat er sich da gespeichert. Sich speichern retten. Nein, das habe ich vorsichtshalber gemacht, weil ich dachte, der James plant wieder was. Ach so. Ah, okay. Ich sollte mal vielleicht auf die richtige Spur wieder drauf fahren, ne? Wäre nicht schlecht, Julian. Wäre ganz gut, ne? Ich habe mich schon gewundert, was du da treibst. Ich bin ausgewichen, weil vor mir ein LKW Schlangenlinien gefahren ist. Julian treibt einem offensichtlichen Knall. Mit wem oder was? Mein Motor ist übrigens aus. Ach. Ja. Hast du denn... So, jetzt haben wir den direkten Kontrast gehabt. Sie klingen gleich. Wir fahren hier übrigens dann wieder von der Autobahn runter. Ja, Ali, du kannst dich ja zurücksetzen. Ich glaube nicht, dass sie überhaupt noch fahren. Ich lieg hier. Ja, du kannst dich ja jetzt zurücksetzen. Du hast ja gespeichert. Ich hab dort da hinten, Gott sei Dank, ja. Schieb deinen Arsch von der Straße, ich sag dir das ganz Ruhe. Ich fahr nie wieder Scania. Komm, hier, das war ein Anfahrduell. Ich fahr nie wieder Scania, nie wieder. Ich mach den Warnblinker aus. Komm hier schneller vorwärts. Die Kiste, die fährt so schlecht. Ich schraub meine Fahnen ab. Ich auch, aber hier an der Seite. Bisschen weiter vorne, damit der okay. Komm hier, tritt mal in die Pedale, Mensch. Ja, ich spür schon das Kunststoff auf der Straße. Wir müssen jetzt hier links hoch. Ja, wir müssen hier warten auf den Andi. Ich warte mal. Julian, was fährt denn besonders gut? Mal abgesehen von der Premium-Edition von Renault, was fährt denn noch gut? Mercedes, der Scania fährt eigentlich auch ganz cool, aber der Scania ist halt, der MAN fährt sich auch noch ganz sauber. Ja, wenn den du MAN, links oder rechts? Den MAN fahr ich nicht, den fährt der Chakoten ja schon immer. Ja, deutsche Premium-Qualität. DAF fährt sich auch ganz sauber, ist aber nicht so flott. Ja, also es haben im Prinzip eigentlich alle Marken durch, wenn die Volvo. Außer Volvo. Nee, Volvo hatte den. Volvo fährt sich eigentlich auch gut, gell, Carsten? Ja, ja, Volvo fährt sich besonders gut. Wenn wir oben angekommen sind, links oder rechts? Rechts. Achso, Andi, ich stehe da, wo du raus musst. Macht eigentlich auch Sinn. Ich bin jetzt ja, dann deine stell dich jetzt genau dahin. Ja, wenn ich sehe, dass du kommst, dann fahre ich weiter. Ja, ich weiß nicht, ob das reicht. Josh, ja, das geht bergauf. Nein, Josh, das geht bergauf. Ich sag's nur. Andi, bremst lieber. Brems einfach. Da, Andi, bremst mal, fahr. Ah, ja, Angst. Ja, dann können wir ja schon mal wieder ein bisschen... Ich soll losfahren, ne? Boah, ich komm voll gut aus dem Quark hier gerade. Ich bin stolz auf deinen LKW. Weißt du, warum du gut aus dem Quark kommst? Weil dein LKW Quark ist. warte, wir haben doch jetzt eine gewisse Außentemperatur. Schmilzt dein LKW nicht da? Andi, nee, ist noch voll aus Quark, nicht aus Eis. Jatta. Ja, aber aus Plastik. Nee, oder anderem Kunststoff. Du weißt jetzt, Plastik, das kann auch PVC sein oder ja, dann ist es Polyethen PVC. Oder Polypropyl. Polyethylentriftyriat. Was für ein Ding? Ja, genau. Polyethylentriftyriat. Tifterie? Teleftalat oder so. Ja, das heißt so. Ohne ja. Ja. Der Ja versteht das nämlich. Wir können fahren. Der hatte ja auch Chemieleistungskurs. Ja, tatsächlich. Ja, ich habe Chemie nach der 9. Ja, abgewählt. Fahr mal weiter da. Fatima, los. Fatima, ja. Was macht ihr denn? Ihr dürft Fatima. Nicht überholen. Ihr dürft nicht egal. Überholen. Hier ist durchgezogene Linie. Oh, Julian, das LKW zu langsam. Julian, ist sogar doppelt durchgezogene Linie. Ja, und 30. Josh, mein LKW ist nicht zu langsam. Ich halte mich einfach an die Kolonne. Jetzt schon wieder. Leute, was seid ihr alle so geil da drauf vorne zu fahren? Ihr habt doch irgendein Problem. Was kompensiert ihr? Fahrt doch einfach ganz in Ruhe. Josh, wo willst du hin? Josh! Der fährt rechts den Kreisverkehr lang. Josh? Josh? Ja, Josh! Ja. Josh! Wir haben uns gefunden. Gesucht auf Otto und gefunden. Oh Mann. Johann. Nein! Nein, das war nicht ich, das war böses Saboteuri, ja, Tal von anderer Seite. Was? Das war Saboteur von. Bitte, was? Ich wurde sabotiert. Das passt aber irgendwie nicht, Josh. Du wurdest von Tier? Josh, von einem Tier? Ja. Das passt aber irgendwie gerade nicht zusammen. Doch.
Wenn du zum einen Teil diese Person sagst, ich bin nicht böse, und zum anderen Teil das Lenkrad rumreißt, um mich umzuschmeißen. Ja, das ist nur, dass da noch jemand sitzt. Ja, das ist richtig. Aber die gleiche Person, die sagt, dass man nicht böse ist, reißt doch wohl nicht das Lenkrad rum. Und nickt gerade schelmisch durch die Gegend. Echt? Ja. So schelmisch unschuldiges Grinsen. Ich muss dem James mal gerade eine WhatsApp-Nachricht schicken. Mir? Ja. Hey, wir können miteinander reden. Muss den James, wir müssen unsere Probleme... Ich muss den James still und heimlich Collision beauftragen, den Josh mal umzuschubsen. Ach, wir sind nur Collision. Ist nur Collision, ja. Ach, ich muss ihn mal ganz still beauftragen. Den Josh. Das finde ich aber gemein, das wollte die Provozent-Zeitung, das hat die sogar noch vor der Aufnahme gesagt. Provozent-Zeitung? Ja, Provozent-Zeitung. Nach Inuiden, ja? Ja, nach zu den Inuit. Was? Inuit? Inuit. Sind das nicht Indianer? Nee, Eskimos. Ist egal, dasselbe. Der Klaas fährt mit dem leeren LKW. Sag mal, fahr ich richtig? Was macht ihr da eigentlich? Ihr rausfahren. Doch, er hatte eine Kette drin. Geht's hier raus? Fahr ich hier richtig? Aber jetzt wieder der Rechtsverkehr, gell? Ja. Schätzelein, jetzt ist das. Boah, Schätzelein. Gibt's hier irgendwo eine Werkstatt? Das wäre cool, ja. Ich müsste mich nämlich noch von den Schäden erholen, die Josh mir zugefügt. Der Josh macht einen immer kaputt, das ist... Was? Ja. Was? Ja. Voll der kaputte Typ. Ist voll der Terminator. I'm a robot from the future. I will kill Sarah Connor. So. Oh, das ist eine Baustelle. Nein. Doch. Ja, da war eine Baustelle, ne? Nee, nee, nur Bahnbarken. Da stand Baustelle. Achtung, Baustelle, Schild. Verstehst du? Da und links neben der Straße wurde gebaut. Ich nicht. Erklär mal, Carsten. So ein Mann mit einer Schippe. Wenn du im Schau bellst. Dann nimm dich auf die Schippe. In einem Dreieck, weißer Grund und roter Rahmen. Ach so, ja. Habe ich bestimmt schon mal gesehen. Carsten, erklär Schilder. Was heißt das? Achtung, Baustelle. Das heißt, so, Vorsicht, hier stehen... Erklär mal. Nee, du musst das Schild heißt Vorsicht, hier stehen Typen, die dir mit der Schippe auf vorübergehen. Ja, oder der breite gleich mit der Schippe als Übersee, dass du verschwindest. Bermuda-Dreieck. Da kommen wieder andere LKWs. Das Bermuda-Dreieck gibt's in Bochum. Bochum City. Ja, das hat die Mutter damit Bermuda-Dreieck zu tun. Mach die Funsel aus, Mann! Er so, nö. Ja. Auf Hawaii gibt's Bermuda-Shorts. Aber es gibt kein Bier auf Hawaii. Und wer die nicht mag, der trägt halt bei Vater Shorts. Aber es gibt kein Bier auf Hawaii, ja, Tab. Ja, ich weiß nicht, ich war noch nie auf Hawaii. Auf Hawaii brechen auch Vulkane aus. Ja, entscheidest du dich mal für eine Spur? Nein, tu da nicht erst. Nee, weil es eine Spur wird, du Idiot, was überholst du mich jetzt noch? Ich komme nicht mehr hoch, wenn ich vorne fahre. Ich komme jetzt nicht mehr hoch, da gibt's eine blaue Pille gegen dich. Motorfehlfunktion. Kommen die hinterher oder muss ich warten? Ich komme schon noch hinterher. Josh, soll ich schieben? Nee, besser ziehen. Ich zieh besser. Ich kann das. Der LKW bekommt das hin. Ich komme da schon noch hoch. Komm, mach. Schrei einfach Jabba Dabba Du, wenn es nicht mehr läuft. Das ist schön. Hibble. Dann Drempel. Nett, ob sie Drempel. Sollen wir hier in der Stadt in die Werkstatt geblitzt fahren, oder? Ich? Ja, wir fahren in die Werkstatt. Wir haben hinter uns noch einen Menschen, der hier uns noch überholen will. Ja, aber wer macht denn Lichthupe? Ich. Und wo müssen, fahren wir ab oder fahren wir nicht ab? Ja, ich fahre jetzt hier in die Stadt rein. Ja, dann fahren wir mal ab. Hä, warum ist die Abfahrt links? Achtung! Aber der Renault ist der Kippe ständig. Sagst du? Ja, hab ich gerade festgestellt. Der ist voll freundlich, der Typ. Total cool. Wer? Hier ist gerade ein anderer Spieler und dann habe ich links geblinkt, dann hat er gebremst und hat so mit Lichthupe signalisiert, dass ich da reinfahren kann. Die Licht blinkt, hat er. Und dann ist der ganz normal an mir vorbeigefahren. Es gibt auch einen. Der James. Der James ist ja unfreundlich. Nee, das war ein anderer Spieler, der nicht Chaotenkonvoi über dem Kopf stehen hat. Ah, das Rot! Ich rezitiere den Andi von gerade eben. Jetzt fahr ich nur rot, ist mir egal. Wo ist denn hier die Werkstatt, verdammt nochmal? Ja, das wäre vielleicht intelligent, sich das vorher in irgendeiner Form klar zu machen. Weltkarte. Da Carsten so hier, es ist Turn on Red, wir sind in England, wir dürfen das. Genau. Ich habe nicht mal eine Strafe dafür bekommen.